Oh heyo und guten Morgen. Heute einmal etwas ganz, ganz anderes. Ihr kennt das schon aus dem Internet. Ganz, ganz viele arbeiten auf diese Art und Weise und zeigen so die Zeitqualitäten auf. Heute hatte ich mir vorgenommen, tatsächlich ein bisschen so eine kleine individuelle Aufzeichnung zu machen und die unterschiedlichen Zeitqualitäten für die unterschiedlichen, ja, Seelenpläne auch ein bisschen an die Oberfläche zu bringen. Denn gerade jetzt bei den Portaltagen ist es so wichtig, dass man sich einstimmt, mehr und mehr auf den Seelenplan, auf die Bestimmung, auf das, was wir wirklich sind und wo es sich auch lohnt, unsere Energie hineinzugeben. Alles andere ist energieraubend. Deshalb ist es so wichtig, erstmal klar zu sein, wer bin ich, welche Kraft trage ich in mir und welche Qualität will durch mich wirken. Wir haben so eine Energie. Ja, solch einen Energieschub, der ganz viele zurzeit Karussell fahren lässt, andere aber auch jetzt in ihre höchsten Höhen hebt. Wichtig ist nur, dass wir stabil bei uns bleiben und dass wir stabil aus der Mitte heraus handeln können, weil sonst fallen wir natürlich aus den höchsten Höhen vielleicht ganz, ganz tief hinunter. Die Energie will immer eine Balance. Also es soll nicht zu hoch sein und nicht zu sehr weit unten, sondern immer gut in der Mitte. Ihr seht, ich habe hier drei Karten ausgelegt und oben eine oberste, die steht im Moment für das, was zu fehlen scheint, was sich aber in die Leben hineinwebt. Ja, was jetzt ganz wichtig ist für alle von uns, tauche ein in das göttliche Liebesfeuer. Das sind ganz, ganz besondere Karten. Also ich weiß nicht, ob man es so sieht. Ja. Sie geben die Energie frei. Also es ist nicht nur so, dass man sie sich anschaut und betrachtet und sagt, ah, interessant, ein Impuls. Nein, sie manifestieren sich. Sie sind das, was sich in dein Leben hineinwebt und was für dich da ist, was für dich steht und was dich jetzt unterstützt. Also tauche ein in das göttliche Liebesfeuer. Wenn die Antwort Liebe ist, warum dann noch fragen? Ja, es geht nicht darum, um was es geht, und dein Verstand will dir vielleicht etwas anderes erzählen zurzeit, aber es geht immer nur um diese Liebe und es geht darum, einzutauchen, ja zu sagen, bereit zu sein. In dem Moment, wo du dich umstellst, wo wir uns alle umstellen und eher auf Liebe und nicht auf Angst ausgerichtet sind, werden sich Tor für uns öffnen, jeden Tag. Dafür sind auch die Portaltage gedacht. Das ist also jetzt so die allgemeine Qualität, die sich jetzt in unser Leben webt. Dann haben wir hier einmal die Göttinnenkarte. Wenn du dich dafür entscheidest, dann ist das deine Botschaft und dann geht es auch in Bezug auf diese Karte, ja, um deine Bestimmung, um deine Gabe, deine Talente, um das, was du in das Leben hineinweben möchtest. Und dann haben wir hier noch das Pentagramm, auch ein sehr heiliges und sehr kraft- und machtvolles Zeichen, auch ein Schutzzeichen. Auch hier kannst du wählen, was deine Bestimmung ist. Oder wir haben hier Ashtatara, die schlafende Göttin von Malta. Auch eine wundervolle Kraft. Was auch immer du wählst, es wird sich mit deiner Lebenskraft und Lebensverbindung, ja, es wird sich verbinden mit dir und deiner Gabe und deinem Talent und es mehr an die Oberfläche locken. Ich werde natürlich noch ein bisschen was dazu ziehen, aber das sind erstmal diese Grundkarten, die Grundelemente, damit du jetzt wählen kannst. Wir schauen mal, was es so aussagt. Wenn du also die linke Karte mit der Göttin gewählt hast, ja, dann nehme ich die jetzt mal beiseite. Ja, dann geht es hier um die Gesundheit. Und es geht darum, das körperliche Gefäß zu achten, das Heiligtum deiner Seele. Ein wundervolles Mandala auch hier oben auf dem Bild. Auch die Farben sind sehr schön. Auch die Gesundheit kommt aus dem Herzen. Hier sind sehr viele Grüntöne. Wenn es um die Gesundheit geht, dann geht es darum, ganz, ganz gut für dich zu sorgen. Und das heißt auch, dass du vielleicht aufgerufen bist, auf dem Gebiet der Medizin, der Körperarbeit, der Psychotherapie oder psychologischen Beratung, schamanisch, ja, spirituell zu arbeiten, vielleicht Körperbegradigung oder Osteopathie. Also es gibt so viele tolle Berufe, Ernährungsberatung, die dich unterstützen, deinen Lebensweg
gerader, direkter und feiner zu gehen. Wenn du dich jetzt aber dazu gar nicht gerufen fühlst, dann wirst du vielleicht aufgerufen, dafür zu sorgen, dass du gut für dich sorgst, ja? Dass du deinen Tempel achtest, dass du ihn behütest und dass du dir bewusst bist, dass du diese Verkörperung der stofflichen Welt erwählt hast, dass du dich entschieden hast, bestimmte Lektionen hier zu lernen. Und wenn du nicht mit deinem Seelenplan gehst, dann könnte es sein, dass deine Gesundheit dir aufzeigt, was gerade so schief läuft. Denn der Körper ist ein wundervolles Gefäß, er ist auch ein ganz bezaubernder Atlas, in dem wir blättern können wie in einem großen offenen Buch. Wir müssen uns den Körper einfach nur mal anschauen und seine Funktionen wahrnehmen. Ja, wozu brauche ich meine Hände? Ja, wenn ich mich an meiner Hand verletze, dann geht es um das Handeln. Wenn es die rechte Hand ist, dann geht es um das Handeln im Außen oder mit der Umwelt. Wenn es an der linken Seite ist, dann geht es eher um das Innere, die innere Handlung, die inneren Gedankenkräfte und Gefühle, die da wirken, die ich immer wieder in ein und die gleiche Richtung lenke. Oder meine Nase, ja, die Nase, wenn ich die Nase voll habe von irgendetwas, dann kann das ganz gut sein, dass es Zeit ist, stehen zu bleiben und zu sagen, stopp. Ja, das muss so nicht weitergehen. Die Nase steht aber auch immer für materielle Themen. Es hat was mit unserem Wurzelchakra zu tun. Ja, das ist unser Organ, mit dem wir riechen und schauen können, ob ich irgendjemand oder irgendetwas riechen kann. Alltag, Familie, Beruf, Existenz, alles gehört dazu. Aber das würde jetzt zu weit führen. Also es geht jetzt erstmal darum, dass es für dich und deinen Lebensplan wichtig ist, deine Gesundheit zu fördern. Ja, dass es wichtig ist, dich da auch zu entwickeln und dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass wir einen gesunden Körper haben. Ja, wir dürfen auch für ihn sorgen. Wir dürfen auf die Ernährung achten, sich ganz vernünftig zu ernähren, am besten Pflanzenkraft. Ja, ich ernähre mich gerade Rohkost, vegan. Und eine ausreichende Bewegung ist von, ja, also das kann man überhaupt nicht wegdenken, bei der Gesundheit, dass die Bewegung ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Ja, es ist so, dass wenn du dich bewegst und durch die Felder von Mutter Erde gehst, ja, wir haben dort die Gitter, das Hartmann-Gitter zum Beispiel, ja, wir haben das Curry-Netz, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Punkte, die magnetisch oder elektrisch strahlen. Und durch diese Bewegung bewegst du dich eigentlich mit jedem Schritt, den du machst, den du von einem Feld in das nächste gehst, in diese Felder hinein, um einen Ausgleich zu schaffen für dich und deinen Körper. Und vielleicht ist es tatsächlich was, du könntest ja auch geomantisch arbeiten, ja, und dafür sorgen, dass die Menschen gut schlafen können, die Schlafplätze ausjustieren und einen guten Weg dort finden. Es ist auf jeden Fall wichtig, jetzt erstmal das Thema Gesundheit für dich näher zu beleuchten, ja. Und was bei dir persönlich nochmal hinzukommt, ich mische jetzt mal ein paar spezielle, besondere Karten, die ich sehr liebe, und das ist eine alte Tradition, die ich schon über Generationen übernommen habe. Das sind die Skatkarten. Meine Urgroßmutter, mein Großvater, meine Mutter und letztendlich auch ich. Es geht hier ganz persönlich um dich. Es geht um die ganz große Liebe und es geht darum, dass es deine Bestimmung ist. Das ist das Karma. Schließe einen Pakt mit dir selber. Komm zunächst einmal in dir selber an. Und nimm dich an, ganz so, wie du bist, mit allem, was du hast. Ob du jetzt Speckrollen hast oder ob dir eher deine Knochen herausgucken. Ob du groß, klein, dick oder dünn bist. Ob du blondes Haar oder dunkles Haar hast, spielt überhaupt keine Rolle hier. Es geht darum, dass du das so, wie es ist, nimmst. Denn genau so, wie es ist, dient es dir. Es will dir etwas sagen. Und wenn dir etwas nicht gefällt, dann komm in deine eigene Macht. Die kommt vollkommen aus deinem Herzen, also du siehst hier die Liebesfrequenzen, ja, dann ist es wichtig, dich nochmal mit deinem Sehnenplan und auch mit deiner Gesundheit fest zu verbinden. Denn deine Gedanken, ja, prägen deine Gesundheit mit. Wenn du schlecht über dich denkst, hören das deine Körperzellen. Sie wollen, dass du für sie da bist und mit ihnen wirkst und mit ihnen arbeitest. So, das ist das Erste. Wenn du jetzt das Pentagramm gewählt hast, dann schauen wir mal, was für dich da ist. Das Wasser. Ja, ich finde es hier schon sehr besonders, dass dieses Wasser
auch ein bisschen zackig dargestellt ist. Wasser ist natürlich die höchste Energie auf dieser Erde. Und wenn wir Wasser in uns tragen oder auch die Wasserkraft sind, dann geht es immer auch um Gefühle und Emotionen, aber nicht nur. Denn es geht vor allen Dingen um die Schöpferkraft. Es geht darum, dass wir uns an den Fluss und an den Bach erinnern, dass wir uns an die Bewegung erinnern. Und wenn du diese Karte gezogen hast, dann ist deine Medizin eben halt darauf zu achten, dass alles im Fluss bleibt, dass Familie, Kinder, Freunde, Kollegen, Partner, alles in Beziehung ist und dass alles von den Energien miteinander fließt. Und dass du vielleicht auf diesen Planeten gekommen bist, um stauende und stockende, belastende Dinge oder Verbindungen zu erlösen, ja, wieder zu klären durch die Kraft des Wassers. Dass du dafür da bist, vitale Kraft hineinzubringen. Wasser ist so flexibel, es fließt und es sucht sich seinen Weg. Und es hat keine Themen mit Hindernissen, es hat keine Themen damit, einen großen Stein oder einen Fels, einen Stock oder Staudamm zu umfließen. Es findet immer seinen Weg und fließt einfach nur weiter. Es hält sich nicht auf. Es lässt sich auch nicht zurückhalten. Was aber passiert bei dem Wasser? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Wasser hört alles. Wasser sieht alles. Wasser weiß alles und Wasser ist alles. Denn in allem, was existiert, sogar in den Steinen, ist Wasser enthalten. Mein Name ist In Spirit Waters. Du kannst mich fragen, wenn es um das Wasser geht. Wir können da gerne tiefer mitarbeiten. Aber du bist auf jeden Fall aufgerufen, dich selbst und auch die Menschen daran zu erinnern, was die Schönheit des Fließens ist, was die Schönheit des Erschaffens ist. Du bist Schöpfer oder Schöpferin. Ja, es geht darum, dass du dir bewusst wirst, dass du über deine Gebärmutter, ja, dein heiliges Organ oder auch du als Mann über dein Sakralchakra alles in dieser Welt erschaffst. Und dass es ganz wichtig ist, dass du deine Gedanken, deine Gefühle und deine Räume klar hältst. Dass es wichtig ist, dass wenn du mit Klienten arbeitest oder mit Menschen in Verbindung bist, mit Orten in Verbindung bist, dass du dich immer wieder reinigst. Und da hilft das Salz, ja, weil das Wasser und das Salzwasser sind ja, der Ozean ist ja die Urquelle von allem, was ist. Ja, wir kommen alle aus diesem Wasser und der ist angereichert mit Salz und es erinnert dich an deine Reinheit. Im Schamanismus ist es so, dass wir uns täglich absalzen. Ja, wir nehmen ein bisschen Salz, vielleicht auch angemischt mit einem wundervollen Öl wie Salbeiöl oder Lavendelöl. Und reiben uns unsere Hauptenergiequelle ab damit. Und zwar ist es die gesamte Wirbelsäule, unten vom Steiß an bis hoch zum Nacken. Die wichtigsten Punkte, also bis zur Halswirbelsäule. Die wichtigsten Punkte sind allerdings der Hals und auch der Ort, wo das Sakralchakra ist. Und da sind wir wieder bei dir, ja? Es gilt für dich, dich mit Wasser zu verbinden auf jedwede Art, aber auch vor allen Dingen mit kaltem Wasser. Lerne morgens zu duschen, das fördert auch deine Gesundheit, also kalt zu duschen, mit kaltem Wasser zu duschen. Stück für Stück arbeite dich darauf vor. Geh schwimmen, so oft du kannst. Tauche in Naturgewässer ein oder geh spazieren an diesen Orten. Du wirst dort Heilung erfahren. Für Worte, für Gefühle, für Gedanken, für Handlungen. Und du bist dafür aufgerufen, anderen Menschen zu helfen, ihre Worte, Gefühle, Gedanken, ihre Körper, ihre Seelen, ihren Geist, ja, alles ihrer selbst zu klären und sie ins Fließen zu bringen, ihnen zu zeigen, wo der Weg für dich ist und wie du an Hindernissen und all diesen Dingen vorbeifließen kannst. Wasser ist eine lebendige Quelle. Wasser ist Leben, Wasser ist Fruchtbarkeit. Wasser ist ein Geschenk von Mutter Erde, ja? Es ist ein Geschenk, um ihre Kinder am Leben zu erhalten. Es ist ein Geschenk, um zu erfrischen und zu klären. Auf jeden Fall bedeutet Wasser immer auch Leben und Überleben, nicht nur im Schamanismus, auch für uns jetzt heute. Panterei heißt, alles fließt, ja? Und das kommt von Heraklit, dem Philosophen. Und eins musst du wissen.
als Wasserträger oder als Wasserhüter. Du wirst niemals, wenn du an einen Fluss gehst oder in einen See, in dasselbe Wasser steigen können. Niemals. Also lasse alles los, was du jemals gedacht hast, was du jemals gelernt hast und was du gefühlt hast. Sei immer jetzt und immer neu und immer rein und immer klar. Beginne von nun an zu fließen und helfe anderen Menschen dabei. Das ist deine Bestimmung. Das ist heute also eine große Ausnahme, dass ich das mache. Das wird ab und zu vielleicht mal geschehen. Aber da die Zeit jetzt im Moment so besonders ist und die Qualität so hervorragend ist für Wachstum, ja, bringe ich mich jetzt mal auf diese Art und Weise da rein. Also, es geht um Selbstständigkeit. Es geht um Selbstständigkeit und also auch Menschen zu leiten, die in ihren Emotionen, in ihrer Impulsivität gefangen sind. Ich hole das mal hier so ein bisschen ran. Warte mal, das geht ein bisschen besser so. Ja, wir sehen hier also drei Personenkarten. Das eine ist die eine Person, die Karo Dame, Förderin, Mäzenin, also jemand, der das Beste aus allem herausholt. Und zwar auf selbstständige Art und Weise. Jemand, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Und zwar auf spirituelle Art und Weise, denn es ist eine weibliche Karte. Wenn es jetzt der Mann wäre, dann geht es eigentlich nur um die Selbstständigkeit. Aber hier geht es um die Selbstständigkeit in Bezug auf weibliche Kraft, weibliche Energien. Und das ist für mich dann das spirituelle Fließen, das spirituelle Sein. Die anderen beiden stehen für Impulsivität, manchmal auch für Suchtverhalten, anderen zu helfen, aus ihren Süchten und Anhaftungen herauszukommen, ihnen zu helfen, diese pubertären, nicht überwundenen Anhaftungen und Geschichten in sich selbst zu erlösen. Es ist auch so eine Art Entwicklungshilfe, die jetzt da ansteht. Es kann sein, dass das bei dir noch ansteht, dass du dich noch entscheiden musst, also den Schritt in die Selbstständigkeit wirklich und wahrhaft zu machen und deine nicht entwickelten Abhängigkeiten und pubertären Anhaftungen, deine Glaubenssätze, deine Gedanken aus dieser Zeit. Also das heißt, wenn es darum geht, wirklich für dich die Verantwortung zu übernehmen, wirst du wieder zur jugendlichen Pubertären oder zum jugendlichen pubertären Mann oder Jungen, ja, also das sind so diese Altersgeschichten von das, was so passiert ist zwischen deinem 13. und 21. Lebensjahr, also aber auch mit deinem 3. Lebensjahr, also als du 3 warst, da müssen dann auch nochmal Dinge geschehen sein, die dir Angst machen und die dich nicht so entwickeln lassen, wie es deiner Natur und deinem jetzigen Jetzt-Zustand entspricht. Also für dich gilt es hier wirklich aufzustehen und diese Dinge an die Hand zu nehmen, zu dir selber zu kommen. Sehr, sehr interessant heute die Karten. Ja, und wenn du des Liebes Gottes von Malta gezogen hast oder dich dafür entschieden hast, ja, das ist die Urmutter selber, die in Malta noch liegt und die ganze Menschheitsgeschichte erträumt, dann ist die nächste Karte deine Karte und wir wollen mal schauen, was da für dich jetzt hier ansteht. Carla, es geht um Freiheit. Ach, schau mal, da kriegen wir gleich sofort einen Orb mit dabei. Alles ist möglich, es gibt keine Grenzen, alles ist fließend, mit allem verbunden. Sei frei und sei brillant. Das ist für mich Schamanismus pur, denn Freiheit ist der Grund, warum ich Schamanismus gewählt habe. Schamanismus trägt und hält alles in sich. Und du siehst die Taube, die fliegt, ja, die fliegt in das Licht. Das ist der Heilige Geist, das ist der große Geist, der in allem wohnt. Und das passt natürlich unglaublich zur Liebes Gottes. Also Schamanismus könnte ein Weg für dich sein, aber die Freiheit, alles zu wählen, ist natürlich auch ein Weg. Deine Aufgabe im Leben ist die Manifestation. Deine Aufgabe ist tatsächlich, und ich wusste nicht, was darunter liegt, die Kunst des Träumens. Ja, das Manifestieren durch deinen Geist, durch die Geisteskraft. Aber es ist auch wichtig, dein Verhalten, deine Gedanken und auch deine Gefühle einmal zu durchleuchten und zu schauen, ob du da tatsächlich auch an dich glaubst, ob du
dir bewusst bist, welche Auswirkung dein Sein, dein Alles hat. Ja, also es ist ganz wichtig, ich schiebe das mal hier so ein bisschen rüber, damit man das besser sehen kann noch, welche Auswirkungen das hat für dich, was du denkst, wer du bist und was überhaupt deine Präsenz, dein Sein ja, erschafft in dieser Welt. Du hast unbegrenzte Kraft in dir, also es sind unbegrenzte Möglichkeiten, die sich hier zeigen. Du kannst alles verändern, wenn du es wirklich und ganz, ganz tief willst. Und der Wille ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Im Schamanismus sagt man auch Herz, Verstand und Wille, Körper, Geist und Seele, immer diese Dreieinigkeit. Hol alles ins Boot. Du kannst so viel denken, wie du willst, wenn dein Herz nicht dabei ist oder dein Herz betrübt ist, ja, oder dein Körper nicht fit ist, ja, oder deine Gedanken kreisen und immer wieder zurückgehen in die Vergangenheit, ja, dann wird es schwer mit dem Manifestieren dessen, was du wirklich und wahrhaft willst, was dein Spirit will, ja, was deine Seele will. Gestatte dir jetzt einfach die Freiheit, ein bisschen weiter zu werden, die Weite des Himmels dein zu lassen. Ja, wenn ich mir das hier nochmal anschaue, die Taube ist die Weite des Himmels. Ja, man kann fliegen. Ne? Bei uns im Schamanismus ist es der große Adler. Hier bei den hawaiianischen Schamanen ist es die große Taube, die weiße Taube. Das ist für mich Nada. Ne? Oder Maria Magdalena, die weiße Taube, die mich immer und ständig begleitet. Lass deine Visionen Wirklichkeiten lassen und Wirklichkeit werden lassen und arbeite. Arbeite an deinem Körper, an deinem Geist und an deiner Seele. Und eigentlich könntest du diese beiden Karten und diese ganzen Dinge, die damit in Verbindung stehen, zu dir mit rüberziehen und sagen, okay, das alles drei nehme ich im Gesamten und arbeite da an mir, damit du genau deinem Ziel näher kommen kannst. Ja, werd dir jetzt einfach wirklich klar darüber, was du willst und kläre dein Feld. Ich kann Anthony William nur empfehlen, mir geht es so gut. Ich habe solche Entgiftungsprozesse jetzt mitgemacht über die körperliche Ebene, die natürlich auch meinen Geist und meine Seele angetriggert hat. Und du könntest jetzt auch eine kleine Übung machen und diese Situation betrachten, in der du dich gerade befindest, und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Du könntest dich immer in die einzelnen Wesen verwandeln. Zum Beispiel für die Bodenkraft nimmst du hier mal den Eisbär, ja, der auch mit traumatischen Situationen in Verbindung steht. Er ist der große Heiler auf dieser Ebene. Ja, ich hole ihn mal ein bisschen noch mit rein, nicht so viel Platz hier. Er ist der große, große Heiler und taucht mit dir in Traumatas ein. Ja, als Schamane hast du natürlich auch, oder als Träumer, als Nagual, als Zauberer hast du die Möglichkeit, in alle Schichten und Bewusstseinsebenen reinzuschauen. Und um zu träumen und klar zu träumen, ist es wichtig, dass du auch diese Welten bereist, die drei Welten, ja, die untere Welt, die mittlere Welt und die obere Welt. Und die mittlere Welt ist nicht diese physische Welt, obwohl es diese physische Welt ist, aber es ist die Welt, die sich auf dieser physischen Weltebene noch nebenher abspielt, also eine andere Realität. Und dafür braucht es einfach, dass man lernt, seine Aufmerksamkeit in eine andere Ebene, in eine andere Realität zu lenken. Das ist deine Aufgabe, also dort hineinzutauchen, Schamanismus von der Pike auf zu erlernen und tatsächlich auch immer zu träumen. Auch da kann ich gerne behilflich sein. Im nächsten Jahr startet ein neuer Kurs im März. Die Daten stehen noch nicht fest, aber wer da Interesse hat, der kann natürlich auch bald auf meiner Website die Termine finden. Beobachte deine negativen Gedanken. Frage dich, was du stattdessen denken möchtest. Ja, und ändere das. Das ist ganz, ganz wichtig. Schreib jetzt mal die Situation auf, wie du sie gerade erlebst. Das wäre so eine Übung, ja, also nimm zwei Zettel und dann nimmst du den einen und da schreibst du drauf auf, wie du das jetzt gerade erlebst und was du gerade so wahrnimmst, ganz frei, und zwar so,
So frei, dass du, niemand sieht diesen Zettel außer dir. Niemand weiß, was du schreibst. Niemand weiß, wie du es wirklich, 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 wenn du ganz, ganz ehrlich mit dir selber bist, wahrnimmst, ja? Und dann gehst du hin und nimmst den zweiten Zettel und schreibst sie die Situation aus der Sicht deines geistigen Führers oder deines Schutzengels auf. Ja, oder aus der Sicht der weißen Taube oder aus der Sicht des Adlers. Und dann legst du diese beiden Zettel nebeneinander und dann nimmst du natürlich auch noch einen dritten Zettel, weil jeder, der träumt, der arbeitet immer mindestens mit diesen drei Ebenen, ja. Ich arbeite mit sieben. Das ist ganz wichtig, alle Ebenen zu kennen, aber die drei sind eben halt die wichtigsten. Und dann nimm den dritten Zettel und dann schreibe die Situation aus der Perspektive eines Clowns auf, ja. Wir nennen den Clown auch bei uns im Clan Heyoka. Ja, der Joker bringt immer irgendwelche Dinge hinein und löst Spannungen auf und lässt uns alle mal kräftig lachen oder aber auch staunen. Und der Clown ist der Einzige, der dem König den Kopf abreißen kann und Witze machen kann über das, was er tut, ohne seinen eigenen Kopf zu verlieren. Also das ist ganz wichtig. Also schreib es dann auch mal aus dieser Situation aus und dann schau dir die Situation zuletzt aus der Ebene deines höheren Selbstes an. Und dann schreibst du auch noch diese Perspektive auf und dann bist du in der 4, dann hast du alle Windrichtungen. Freiheit beginnt im Geist, also schaue mehrmals am Tag in den weiten Himmel. Wenn du rausgehst, ist es wichtig, weit zu schauen. Wir schauen heute auf das Handy ganz nah, viele schauen aufs Fernsehen, ich jetzt nicht, aber selten. Aber schau in die Weite, geh raus aus deinen Räumen und geh an einen Ort, wo du ganz, 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 ganz weit gucken kannst und dann schrei von mir aus dem Himmel entgegen, ja, ich will, ja, ich will frei sein, ich will leben, ich bin klar und frei, 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 ewig frei. Das ist wichtig, dass du das machst und auch dir, obwohl ich jetzt schon so ganz lange erzählt habe, ziehe ich dir jetzt noch weitere Karten da drauf und versuche mich so kurz zu fassen, als dass es geht. Aber wenn es um die Bestimmung geht und auch um die Kraft, nach der du suchst, ja, weil das ist jetzt das große Feld. Alle werden wachgerüttelt aus ihrem Dornröschenschlaf. Manche schlafen ganz fest, andere noch an der Oberfläche. Manche sind schon erwacht, aber nicht mit allen Anteilen ihrer selbst. Und da kommen jetzt noch Aspekte hinzu. Okay, hier wollen die Karten nochmal so richtig neu gemischt werden. Und ich spüre hier eine ganz große Aufregung im Herzbereich. Also endlich, ne, ist das mal klar. Es ist deine Berufung, Unwahrheiten, ja, Illusionen aufzulösen. Boah, das ist der Hammer, das ist der Kracher. Du hast den großen Geist neben dir, das große Glück. Ja, also das ist Berufung, ja, es ist die Führung des höheren Selbst, es ist der große Geist, die Kraft, ich sag mal, das ist die Chefetage. Und dann haben wir hier Untreue, Lüge, Betrug, ja, also die große Illusion, das ist Maya, löse Maya auf, also auch der Schamanismus, der mexikanische Schamanismus, ja, der nordamerikanische Schamanismus, ist hier ganz, ganz wichtig, die Kunst des Zauberns, der Nagual, na klar, Maya, was denn sonst, ne? Und dann haben wir hier den großen Geist, den großen Schutz, du bist behütet und beschützt, ja, die Gefahr ist vorüber, es wird jetzt Zeit, dich auszudehnen, deine Flügel auszubreiten und zu fliegen in die Freiheit, es ist jetzt wirklich Zeit, einfach nur zu sein. Unglaublich, wunderbar, wundervoll, also wenn euch das heute gefallen hat, dann könnt ihr gerne mir einen Kommentar hinterlassen und wenn es euch weiterbringt und wie es euch weiterbringt. Und ich werde auch mal unten was verlinken, auch wenn ihr für das, was ich hier tue, eine kleine Spende hinterlassen wollt, dann freue ich mich natürlich gerne. Aber es ist erstmal alles frei.
Wenn ihr noch weitere Fragen habt in Bezug auf eure Entwicklung, wenn ihr gerne mehr wissen wollt, wer bin ich, was kann ich tun, wer kann ich sein, was steht mir noch im Weg, was gilt es aufzulösen, was sind vielleicht noch irgendwelche Ahnenthemen, die danach wirken und genau diese Alternativen hier, diese wundervollen Geschenke, die ihr seid, nicht an die Oberfläche kommen lassen, dann macht einen Termin mit mir für ein Reading, ja, das ist gleichsam auch immer eine Heilung. Ich bin da gerne für euch da. Das ist einmal hier du mit der Kraft, wo es um Gesundheit geht. Gesund sein bedeutet übrigens heil sein und heil sein bedeutet glücklich sein. Die absolute Energie für uns alle, tauche ein in das göttliche Liebesfeuer. Nochmal alles ganz nah ran. Das Wasser. Ich bilde auch aus, das heißt also, ich gebe das weiße Wissen weiter, um euch an euer eigenes Wissen zu erinnern, heranzuführen, an auch die Themen, die vielleicht da irgendwo ganz tief unten vergraben sind, dass sie an die Oberfläche kommen können und sich erneuern, reinigen, klären, ja, sein. Also es ist Zeit, was zu tun. Wir können nicht mehr schlafen. Wir müssen erwachen und all unsere Kräfte jetzt an dieses bezaubernde Licht holen. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit, für euer mit mir sein, bei mir sein, für eure Kraft und ich wünsche mir nichts mehr, als dass jeder in seine Kraft kommt. Möge jeder in Liebe sein und frei von Angst. Möge jeder in Liebe sein und frei von Angst. Alles, was ich soweit genannt habe, versuche ich unten drunter zu verlinken und wenn euch die Karten interessieren, das stimmt genau. Das sind hier die wundervollen Karten von James von Prag, den liebe ich sehr, der hat mich auf meiner Entwicklung einmal sehr berührt, weil ich habe damit angefangen, mit Verstorbenen zu kommunizieren, für mich, für andere, also das passiert immer noch, aber ich mache es nicht explizit, sondern wenn die Ahnen kommen, wenn die Verstorbenen in den Raum kommen, wenn du bei mir bist oder wenn wir miteinander telefonieren, dann verleihe ich ihnen einfach Stimme. Und James von Prag ist einer, der mich da sehr stark unterstützt hat in meiner Entwicklung. Er hat auch Bücher geschrieben, die haben mir geholfen zu zeigen, dass das, was ich wahrnehme, auch der Wahrheit entspricht. Das sind die Karten. Warte mal hier, ich drehe sie mal um, die sind ganz gut.